Kann ich ganz okay aus. Das war auch wieder knapp am Rohr vorbei. Ja, da hätte ich schnell durch müssen. Okay, so, durch. Oh, war das knapp. Na, oben. Den will ich haben. Und drei Sekunden ist natürlich schon eine Hausnummer hier, ne? Auf jeden Fall. So. Die sind auch gar nicht so schlimm wie im ersten Teil, diese Viecher mit dem Strom. Naja, das war doof von mir. Ich weiß. Okay, auf ein neues. Auf ein neues. Ich sollte wirklich mir angewöhnen, die Uhrzeit mitzunehmen. Ja, und vor allem natürlich in Rückwärtsbewegungen einsammeln. Das ist sehr gut, wenn man eine Zeit-Challenge plant hier. Oh Gott. Dann habe ich sie diesmal auf dem direkten Weg mitgekriegt und das war doof. Mann, nimm die doch mit. Das war wieder unnötig. Ah, ne, es ist jetzt nicht die beste Zeit. Oh, fuck. Rüber. Die will ich. Den töten wir mal eben. Das Gute ist ja, man muss den nicht anvisieren, weil der immer auf gleicher Höhe ist wie man selbst. Na, das ist das einzige Vorteilhafte an diesem komischen Typen. Komischerweise bin ich dann noch nicht einmal in die Nitro-Kiste reingedüst. Ah, ich war zu schnell. Und ich habe die Bremse nicht richtig erwischt. Ich muss mal kurz erklären. Fahren oder fliegen tut man hier vorwärts mit R2. Und L2 ist praktisch rückwärts. Und ich habe eben aus Reflex irgendwie versucht, die Bremse zu drücken mit der Kreistaste. Und das war natürlich nicht die Bremse, deswegen bin ich halt eben schön reingedüst. Das soll keine Entschuldigung sein, das ist nur die Erklärung, warum das eben nicht funktioniert hat. Das war ganz gut. Fuck. Das war auch mehr Glück als Verstand. Anhalten. Ja, hätte ich noch geschafft. Egal. Hätte ich noch geschafft. Und du tötest. Ich töte dich. Runter, 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 runter. Ich hab's doch gesehen, dass unten frei war. Wieso bin ich denn aus Reflex nach oben gedüst? Aber irgendwie, trotzdem muss ich sagen, cool. Es ist was Neues. Okay. So. Hoch. Okay, war in Ordnung. Okay, das passte vom Timing her super gerade. Okay. Auch ganz okay. Runter, runter, runter würde ich sagen. Ja, okay. So, die drei da oben möchte ich auch. Hat geklappt. Okay. Konzentration, Alex. Okay, hat auch funktioniert. Okay, den da reindrehen. Und jetzt kommt's wieder gleich. Na. Und ich habe gedacht, oben ist bestimmt nichts. Und dann war da genau da was. Deshalb bin ich hier lang gekommen. Okay. Okay. Okay, ich bin durch. Komm, zieh dich schnell um. Beeil dich, Fresh. So, das hat wahrscheinlich nichts mehr gebracht, aber. Durch, 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 durch. Und was kriegen wir? Kriegen wir noch was? Was Schönes? Komm, Gold vielleicht wäre geil. Tatsächlich, wir kriegen ein Goldrelikt. Ey, ich bin begeistert. Wow. Es läuft ja heute echt ganz gut, ne? Also, bis ja, das Zukunftslevel hat uns wieder ein bisschen aufgehalten gerade. Aber das hier war schon ziemlich geil. Würde ich auch so ein bisschen als Zukunftslevel natürlich sehen. Ist ja überhaupt die ganze Welt ist ja ein bisschen an Zukunft. Bis auf Nightfight, was jetzt kommt, sehe ich gerade. Das ist so eher wieder Dschungelgebiet, glaube ich, ne? Ja, geil. Wir gucken mal eben kurz auf unsere Statistik. Es fehlen jetzt noch 5 Relikte, Leute. 5 Relikte. Dann haben wir das Spiel eigentlich durch. Weil einen Endboss-Kampf haben wir, glaube ich, so gesehen nicht mehr. Ich glaube, es kommt nur noch die letzte Sequenz, die Abschlusssequenz. Das sehen wir dann. Oder muss ich Cortex nochmal besiegen? Das weiß ich echt nicht mehr genau. So, gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie schwer das jetzt hier ist. Ich glaube eigentlich nicht, dass es jetzt so hammermäßig wird. Akku nehmen wir auf jeden Fall mit. Hallo. Ich muss auch irgendwie jedes Tier hier gerade mitnehmen, habe ich das Gefühl.
bisher ist es sehr, sehr einfach, ne? Nee, ich nehme, glaube ich, nicht die Todes-Challenge. Also würde ich, ja, wahrscheinlich wird das auch gehen, aber bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die jetzt einfacher ist. Vermutlich nicht. Bisher war jetzt auch keine Stelle, wo ich irgendwie hätte groß Zeit sparen können, glaube ich, weil ich bin ja jetzt permanent am Laufen. Oder rutschen. Aber durch das Rutschen verliert man jetzt auch nicht so viel Zeit. Ja, jetzt haben wir hier schon die Hälfte durch, glaube ich. Bestimmt. Weiß nicht, wie lang das Level insgesamt ist. Also vereinigen sich gerade die Wege, die Challenges, ne? Sieht aktuell ganz gut aus, was ich hier mache. Und das macht mir Angst. Da ist ein bisschen Haken geblieben. Ich bin durch. Ernsthaft? Nee, ne? Okay, ja, aber also ich glaube nicht, dass ich jetzt groß Zeit eingebüßt habe. Ist das Gold? Tatsache! Ey, das war jetzt ja das schnellste Goldrelikt, glaube ich, was ich geholt habe. Geil. Ja, damit waren es nur noch 4, ne? Hat man eben noch 5, ich glaube. Wow, das läuft ja richtig gut. Oh. Dann kriege ich ja noch Probleme, dass ich das nächste Projekt rechtzeitig anfangen kann. Weil es muss natürlich hier sein und installiert werden. Wie geil ist das denn? Ja, cool. Dann kommt jetzt Pack Attack. Das ist ja direkt das nächste Jetpack-Level. Ja, dann haben wir noch dieses tolle Zukunftslevel und dann kommen noch 2 Stück, glaube ich, im geheimen Bereich. Oh, das sehen wir dann. Okay, direkt das nächste. Oh, oh. Was soll denn die Kiste eigentlich da rechts? Was sehe ich jetzt erst? Ach so, die zeigt so ein bisschen die Schwerelosigkeit an anscheinend. Wow! Ey, das war gut. Das war nicht schlecht, ne? Muss ich sagen. Warten wir halt eben kurz, bis sich das wieder auftut und dann düsen wir los. So, jetzt. So, achso, oben durch, ja. Okay. Weiß doch nicht, was ich von dem Level jetzt halten soll. Oh, auf jeden Fall ist da eine Laserschranke gewesen, die ich irgendwie nicht wirklich wahrgenommen habe gerade. Interessant. So. Aber dafür, dass der Fortschritt echt momentan gut vorangeht, finde ich, kann man sich das erlauben, hier mal kurz ein bisschen zu failen. Ich muss mich auch wieder neu ordnen. Bin ich da rechts gegen gekommen? Okay. Habe ich gar nicht so wirklich wahrgenommen. Sorry. Okay. Zumindest geht die Verwandlung recht schnell vonstatten jetzt hier. Das war nur beim ersten Mal so mit Animation geprägt. Das war gerade doof, weil ich da wieder nicht abgewartet habe. Ach komm, ich verstehe es auch nicht, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist doch Isolation, das Rote. Ne? Die sind doch isoliert, die Kabel. Die dürften doch normalerweise nur da gefährlich sein, wo das Ende ist. Und da, wo die Isolierung ist, dürfte uns doch eigentlich gar nichts passieren, oder? Also, wäre so rein logisch. Da vorne, also vorne an den Kabeln. Da gucken die Enden raus. Da sind sie elektrisch. Das ist mir schon bewusst. Aber doch nicht an der Isolierung. Weil sonst wäre es ja Quatsch, die Kabel zu isolieren, wenn die überall... Ne? Ihr wisst schon, nicht mal. Ich sollte mir angewöhnen, nicht direkt loszudüsen. So. Okay, nochmal. So. Jetzt bitte. So, und jetzt muss ich gleich gucken, wie ich hier durchkomme, ohne zu sterben. Das ist echt kacke. Vor allem, ich glaube, ich scheiße auf die eine Sekunde, die da hängt. Weil, immer wenn ich die mitnehmen will, komme ich halt an die scheiß Kabel ran. Und ich glaube, das ist auch der Trick. Dass alle sagen, oh, das wollen wir haben. Ey, komm, jetzt ist auch mal gut. Kann nicht sein, dass ich jetzt hier am Anfang... Zum Glück ist diese Stelle am Anfang. Wenn ich mir vorstelle, dass die so mittendrin ist oder erst am Ende... Dass ich dann jedes Mal dann sterben würde. Nee, das wäre doof. Dann lieber gleich am Anfang so eine Kackstelle. Ich versuche das nochmal unten lang. Da geht's auch nicht. Ich komme da nicht vorbei. Ernsthaft? Ich bin gestorben. Oh, ein offizieller echter Tod gerade. Death Counter, aufpassen, ich bin gerade gestorben. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich habe schon gesehen, es macht nämlich jemand aktuell den Death Counter. Die ist sehr schön, vielen Dank dafür. Ich komme da nicht durch. Ist unglaublich. So, nochmal das Ganze. So. Jetzt oben bitte. Ah, jetzt geht's, okay. Ich lasse die Sekunde da hängen, ey. Das ist mir zu doof.
Jetzt kommen wir auch ein bisschen voran und wieder so ein scheiß Stromding hier. Oh fuck. Ich hab das nicht wirklich gesehen, wo ich da lang muss. Oh fuck. Okay. 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 Schnell durch. Okay, das war okay. Aha. 3 Sekunden nehme ich gerne mit. Ja, hier will ich auch. Also ich bin hier weiß Gott nicht auf Gold aus. Oh, Doppelgrill. Scheiße. Okay, ja, es ist natürlich ist es schwerer als das andere, sonst würden sie diesmal wieder gar nicht erst machen, ist ja klar. Nee. Wenn es einfacher wäre, wäre dies hier zuerst gekommen. Eine bestechende Logik. Ich gehe jetzt da oben lang. So. Puh, volle Kanne in dieses. Was ist das eigentlich? Warum? Ja gut. Nee, ich frage jetzt nicht wieder nach Logik. Warum wir einer mitten im Weg so ein Teil da reinbauen sollte. Ich meine, anscheinend fliegen wir hier sowieso durch irgendwie so einen Kern oder sowas, weil. So eine komische Sache wird ja normalerweise keiner hier hinbauen, ne? Ah, das passt schon. Da kommt man eigentlich ganz gut durch, ne? Okay, den nehmen wir mit. Einfach hin. Ah, ach. Ja, wäre ich reingedüst, wäre ich tot gewesen, definitiv. So, oben lang. Mach auf. Gut, oben lang. Das ist ja ein Akku. Den habe ich vorhin gar nicht gehabt. Da bin ich dran vorbeigeflogen. Oder ich habe ihn eingesammelt und bin gleich gestorben. Weiß ich nicht. Okay. Das ist ganz okay jetzt. Aha. Oder nix? Oh Gott. Ich hab gar nicht richtig geguckt, ich bin einfach durchgeflogen. Ich glaube, das ist meistens auch die beste. Okay, ich habe das überlebt. Also ich dachte, ich wäre gegen die roten Teile geflogen, aber hat geklappt. Ah, fuck. Oh Gott. Ja, da war ich überfordert gerade. Ich glaube, da wäre gar nicht mehr so viel gekommen. Ich glaube, da wäre kurz zum Ende gewesen. Aber dann muss ich sagen, kriegen wir auch das bestimmt irgendwie jetzt hin. Respekt habe ich wirklich gleich nur noch vor dem wirklich Zukunftslevel. Da könnte ich mir echt vorstellen, da könnten wir lange, lange hängen bleiben. Oh, fuck. Ich dachte, ich werde da durchkommen. Ein bisschen durchglitschen. Was die beiden Zukunftslevel angeht, das könnte ja eigentlich nur dieses mit den Bären sein. Weil das war ein extra Level in sich. Und ein Dunkelheitslevel, glaube ich, noch, ne? Glaube. Oh, gekriegt. Und von daher denke ich, müsste man die auch ganz gut hinkriegen können. Ja. Und die sind, glaube ich, nicht so schwer. Also das Bärenlevel könnte mich vor Probleme stellen, aber das ist ja sowieso schon immer nach Zeit gewesen, eigentlich so ein bisschen, mehr oder weniger, weil... Man muss ja rennen. Deswegen glaube ich nicht, dass... Ach, scheiße! Ich dachte, ich werde durch. Ja, durch bin ich sowieso. Also, versteht nicht, wisst ihr, was ich meine? Wenn man auf diesen Bären reitet, ist man ja sowieso immer halbwegs in einem, ja, Rennen. Und deswegen ist es ja sowieso schon auf Zeit, oder halbwegs. Also gut, egal. Jedenfalls wird das, glaube ich, nicht so kompliziert. Und das andere war, wie gesagt, so Dunkelheitslevel. Und da war das eine, was wir eben hatten, ja auch schon Pillepalle. Also, ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, und durch jetzt hier. Nee, oben komme ich gar nicht durch. Ich Idiot. Ich stelle mich gerade doof an. Ich habe wieder die Richtung verwechselt. Das ist doof gewesen. War auch keine gute Runde, deswegen egal. Bin ich jetzt nicht traurig drum, dass das nicht geklappt hat. Wobei ich natürlich nicht Gold jetzt hier anstrebe, ist schon klar. Aber schön wäre es natürlich. Gold ist natürlich nie verkehrt. Schön. Das Gold sieht schön aus, klar. Aber es ist nicht mein Anspruch. Und das hat geklappt. Okay. Boah, war knapp. Und da. Nimm doch, dann nimm nicht. Das war wieder knapp. Dass ich da noch rechtzeitig abgebremst habe, hätte ich nicht gedacht.
Die Perspektive ist auch manchmal ein bisschen unglücklich, finde ich. Das geht auch ganz gut. Okay, das ist okay. So. Okay, das war gut. Und rein da. Sieht auch ganz gut aus. Den nehmen wir mit. Das ist jetzt nicht so ein schwerer Abschnitt. Dafür kommt der jetzt hier. Das ist kacke. Okay, das war Glück. Ich wollte einfach nur außen rum und es hat auch funktioniert. Ja, komm. Scheiß mal auf die eine Sekunde. Ist egal. Ich habe noch einen Akku. So, schon ausziehen, Crash und ihr zu. Ich nehme mal mit. Oh, hat sogar noch was gebracht an Zeit. Ein, zwei Sekündchen. Eine, glaube ich. Und kriegen wir unser Silberrelikt. Saphir. Ja, reicht mir. Vollkommen. Alles gut. Wir nehmen jetzt ungefähr eine Stunde auf und ich glaube, wir haben jetzt 6 oder 7 Relikte. Ne? 6. 6 haben wir, ja. Also im Schnitt 2 Relikte pro Part. Das ist was, mit dem ich durchaus super leben kann. Okay, wir gucken noch mal kurz auf unsere Statistik, ob das stimmt, was ich da erzählt habe. 3 Stück fehlen noch. Haben wir 6 Stück gekriegt. Ja, okay, das ist cool. Das heißt, jetzt kommt, glaube ich, in meinen Augen noch das schwierigste Level von allen, Spaced Out, weil das ist wieder so ein Zukunftslevel, wo ich durchaus ein Part hängen könnte. Und dann kommen noch 2, ja, ich sag mal, wahrscheinlich etwas lockerere. Aber das sehen wir denn. Ach, das war schon scheiße. Stimmt, der Anfang ist. Ach, das ist ja ein Kack-Anfang hier. Ah, okay. Okay, das war ein guter Anfang. Komme ich nicht ran? Ja, okay, gut. Konzentration. Konzentration. Das ist gut. Oh Gott, ist das scheiße. Ja gut, da muss ich halt ein Stück warten. Ein Stück warten. Aber man kann ganz gut erkennen, wann das Teil gerade abhaut, weil ich muss, wenn es in diese Bewegung ist, daran. Wieso hat mein Tor gerade gepiept? Das ist doch gerade mal 11. Hä? Ist doch jetzt noch kein Spiel. Man, heute ist doch Fußball, das ist mir schon bewusst, aber nicht jetzt, um 11. Na gut. Vielleicht ist das irgendwie eine Breaking News, dass irgendwas Tolles passiert ist. Keine Ahnung. Dann kommt auch manchmal ein Piep. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das hier machen soll. Aber so wie ich rausgefunden habe, wie der Anfang hier funktioniert, kommen wir ganz gut zurecht, denke ich. Das ist glaube ich ganz. Ja, und dann einfach durchrennen, ne? Ja, ich glaube, das sollte eigentlich klappen. So. So. Das sollte so funktionieren und dann durch. Ja. Okay, so ist gut. So klappt das. Ja, bin zufrieden. Nee, ich glaube, ich nehme die offizielle Variante. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt besser ist hier, aber. Ja, genau so war es am besten. Wie soll ich denn da durchkommen? Hä? Habe ich es gerade nicht so richtig gecheckt. So. Komm ich da. Ach, ich wollte drauf und gleich rüber. Wäre vielleicht auch gegangen, aber naja. Wollen wir nicht weiter ausführen, ne? Immerhin klappt der Anfang hier noch ganz gut. Das freut mich. Das war auch super. Ich könnte wahrscheinlich auch direkt über das Viech rüberspringen und müsste gar nicht da warten. Also direkt so. Ja, das ist auch wesentlich sinnvoller. Ah, ich mache das lieber auf sicher. Ja, das war auch doof. Ich hätte einfach warten sollen und rutschen sollen. Okay. Aber bisher, sage ich, ist das alles noch machbar. Aber ich weiß, da kommen halt auch beschissene Stellen. Ach man, hätte ich rutschen sollen. Ja, ja, ja. Da springe ich halt ein Stück weiter, ne? Ja, das hat der Alex mittlerweile auch kapiert. Das hier, das bringe ich vor, genau. So, zack, okay. Jetzt genau hier abwarten und lieber den hier machen. Genau den, hm? Reinlaufen, das meinte ich. Ne, ich wollte eigentlich reinrutschen. Ich wundere mich, dass das. Ah, ja, ich bin ja nicht gerutscht. Dass ich da die beiden Kisten immer noch ganz gut mitkriege. Oh, wäre schon fast wieder gestorben. So komme ich ja besser durch. Ach Mann, ja, ja.
Ich vergesse einfach manche Züge. Und ich meine jetzt damit nicht Züge von Sinn von Tutut, sondern. Ihr wisst schon, ne? Schachzüge. Ja, das passt. Wie soll ich denn hier durch? Ich verstehe es gerade nicht. Jetzt? Das ist aber echt beschissen, ne? Wie soll man das denn auf Zeit hinkriegen? Das war echt doof.